Oh, da sind wir wieder und es laggt immer noch wie Scheiße. Ja. Und ja. Keine Ahnung, Okay. hat alles nicht geholfen. Wir müssen darauf hoffen, dass wir das mit gefixt 1, kriegen. 4, 5, 6. Wir arbeiten dran. Work in progress. Sozusagen. Was ist jetzt meine Spitzhacke? Abfuck. Ja, und Ja. dann? Ach ja, und der Torchman, der ist uns komischerweise gejoint, ne? Ja, das hatten die ja schon beim letzten Mal noch mitgekriegt. Genau. Auch wenn er nicht viel Sowieso, gesagt genau. hat, aber ist auch besser bei seiner tollen Mikrofonqualität. Ja. Er ist einfach nur anwesend, das reicht. Genau. Er Wobei, kann jetzt uns geht's Sachen eigentlich mit den farmen. Lecks gerade. Ja, jetzt geht's momentan. Also, Und wenn wir dann jetzt kopieren geht's. das. Und dann geht's eigentlich. Sag das nicht zu laut. Naja, ich kann den Moment, Stein dann abholen und geht's. der ploppt sofort raus, weißt du? Also von daher. Ich lass mich mal überraten. Und es sind auch nur ungefähr eine Sekunde, bis Hallo, die so? Schatztruhen aufgehen, also bis Schatztruhen aufgehen, bis die Truhen aufgehen oder wie man an die Wirkbank kommt. Also sprich, so wie letzte Woche, vorletzte. Also besser als letzte, besser als Vorvorletzte. vorletzte Woche. Was möchtest du Leute, von mir, Torchman? könnt ihr mir nochmal das Bild von Anna Bastia senden? Was mal von. Ich hab Ich den verstehe gesehen. keinen Ton bei ihm. Du Jedes sollst Mal ihm das nochmal gleiche. das Wir sollten Bild ihn der von Stadt Anna senden. Bastia schicken. Ah. Bild Stadt. Ja, bin Bild Stadt. dabei. Alter, es erinnert mich auch an so ein tolles Guildenmitglied aus WoW. Ja, wieso? Nahkrant, helfen! Später, als ich ihn aus der Gilde rausgeschmissen habe, dann immer wieder mit anderen Charakteren, darf ich Gilde? Oder er hat auch einfach mal gepostet, daweil. Nice. Aber solche Leute hatte ich auch schon mal. Er ist permanent am Hat er Rumchillen auf dem zufälligerweise einen Kopf. Krieger gespielt? Ja. Was für Krieger? Ja? Ja. Dann Was? erklärt das einiges. Hm. Sag Hey, nur was soll das heißen? Ich bin auch Intelligenz-Debuff. Krieger. Sag nur Intelligenz-Debuff. Krieger. Ich bin auch Krieger. Oh, das ist so Oh, die ist ja schon voll. scheiß Die heißen nur Truhen, nicht Schatztruhen. Siehst du Entschuldigung. irgendwo ein dickes, fettes X zum Oder machst du irgend so eine Ausgraben? tolle Animation wie Link in Legend of Zelda, wenn du eine Truhe öffnest? Ja. Nein. Er hat das für eine spezielle Minecraft-Mod. Ah, Genau. ja. Nehmen wir jetzt Ja, die Audio-Mod Truhen auf. halt. Apropos, kennt ihr die Minecraft-Mod, die einen PC ins Spiel einfügt, worüber du wirklich YouTube gucken kannst und Ja, so? kenne ich. Ist ja auch creepy, ey. Irgendwie Brauch noch eine Spitzhacke. Aber das ist Verdammt! total unnötigste Mod ever. Ja, wofür brauche ich einen Browser im Spiel, wenn ich einen Browser so haben kann? Genau. Schlimm genug, dass ich Nein, halt du kannst ja bei nicht bauen, Spielen aber lerne das bei über Google. Hallo, ich rede. Schlimm Er genug, dass redet. ich bei Jetzt rede Spielen ich! mit Halt, Rollenscheiß stopp, jetzt redet alleine. er. Ja, du findest es scheiße, dass es bei Spielen. Weg. Komm, Mammut. Du brauchst nicht so schüchtern sein jetzt. Wir brauchen dich. Hast du mir jetzt eine SMS geschrieben oder was? Ah ne, das war Stojan. Bist du Jan? Mhm. 2, 4, 5, 6, Deine 1, Mutter ist Stojan. 2, 3. Davon wüsste ich was. Erzähl mal, Mut, jetzt komm. Ja. Ich werde dich definitiv nicht mehr unterbrechen, versprochen. Die anderen hast du keine Garantie. Du darfst auch was in die Luft sprengen. Macht der Mammut keine Hoffnung? Dann macht er es wirklich noch. Aber nur wenn du in den Nur wenn nächsten dann. 2 Sekunden was sagst. Ah, oh, jetzt hat er verloren. Ja, gut, dann, hallo und Er kann herzlich es willkommen nicht zu mehr sein. Pixelmon ohne Mammut. Ja. Ich habe ihn verschrieben. Irgendwie so, wo Ah. war, hast du nicht gesehen? Ja, übrigens, Dorian hat gerade geschrieben, dass er sich um 5 Minuten verspätet, also uns soll es nur recht sein. Wir haben ja jetzt auch Verspätung quasi, weil wir gehen hiernach noch in die Wartaufnahme. Kannst du mir sagen, er kann ja einfach bei Teamspeak connecten und Mamo kann ihn reinziehen, dann kann er ja einfach so als Überraschungsgast, auch wenn es keine Überraschung mehr ist, bei Minecraft ein bisschen mitlabern. Auch wenn er nicht mitspielen kann. Das wäre unter seinem Niveau. Mamut hat geredet!
Mein Gott, Mammut kann wieder gehen. Ja, sorry. Die Sprache, ne, aber ich muss auch manchmal die Leute vor so diesen Wahnsinn hier schützen. Mm. Vor diesem Wahnsinn? Du warst jetzt gerade innerlich am Kochen, oder wie? Mhm. Nee, was wolltest du jetzt gerade sagen wegen dem Geräusch? Nee, das sage ich nicht mehr. Nee, ich werde hier ständig unterbrochen. Doch, bitte. Jetzt bin ich aber neu. Ich habe die Schnauze voll. Meine Abonnenten sicherlich auch. Und deine Abonnenten sicherlich auch. Ja, aber aber doch, bitte. Also wer es wissen wollte, ne, der kann es mir ja per PM schreiben. Aber hier, okay, dann schreibe ich dir eine PN. Ja, das ist mir okay. Jetzt sofort. Das ist mir okay. Ist auf jeden Fall gut in Deutsch. Das ist mir okay. Das klingt wie nach einem schlechten Werbeslogan. Wo ich habe mein Deutsch gelassen. Wo habe ich mein Deutsch gelassen? Woher haben wir Deutsch gelassen? Vor allem, wie weit müssen wir jetzt hier noch, wie weit müssen wir jetzt von der Mutter ganze Ecke. Ganze Ecke. Das ist jetzt der erste Absprung, also dieser erste Absperr, diese erste etwas höhere Ebene von. Bist du sicher? Hast du den ganzen Weg dafür schon gebaut? Ja, aber es muss doch nur eine Höhe. Zweierhöhe, weil du kannst die Wege ja nicht hochspringen oder so, sondern nur runter. Darum will ich sagen, eine Zweierhöhe, damit keiner auf die Idee kommt. Das heißt, die eigentliche Zweierhöhe muss dann eine Viererhöhe oder was? Oder Dreier? Was? Ja, dahinter, wo die Treppen sind, da ist ja auch nochmal eine Absperrung, die ist dann nochmal ein bisschen höher. Die ist eine Vier hoch. Okay. Ich dachte, wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass die 1 hoch ist. Ja, aber es macht eigentlich so auch relativ Sinn, weil man, ja, es ist ja, ne? Weil wegen hier, ich komme nicht drüber. Genau. Aber hier muss irgendwo ein Schild platziert werden. Mammut, ich meine, hallo, guck mal. Ja, da kann man oben drauf ein Schild setzen, das kann man ja auch von unten lesen. Wir können dir die ganze Welt flachbauen und einfach nur Zäune hinstellen. Du willst immer nur was flachlegen. Wir haben uns eigentlich entschieden, aus welchem Material die Häuser werden. Ah, Birchwood. Wolle? Aus deinem Code. Wie wär's damit? Ja, freut er sich ja noch. So, wie weit müssen wir denn jetzt rüber? Ich habe jetzt gerade momentan ehrlich gesagt keinen Plan von Route 1. Ja, ich habe gerade das Bild gepostet. Ich arbeite gerade an dem Bild, weil was gepostet wurde. Nach dem Bild arbeite ich hier gerade. Das heißt, wir brauchen erstmal Gras. Genau. Das wächst hier noch derzeit rüber, das dauert noch ein bisschen. Ja, sehe ich auch gerade. Von daher können wir hier weiter terraformen. Also wir brauchen mehr Knochen. Leute, wo habt ihr das Wirkenholz her? Irgendwas mit Wolken und Leute, habe ich verstanden. Tut mir leid, er fragt, wo wir das Birkenholz her haben. Marc, geh mal zum Ohrenarzt. Nein, das hat damit nichts zu tun. Sein Mikrofon ist einfach so scheiße, dass ich ihn erst dann verstehe, wenn ich die Aufnahme mir dreimal hintereinander an diese Stelle angeguckt habe. Dann verstehe ich ihn eigentlich direkt am Anfang. Also, wenn er hier was sagt, versteht man, verstehe ich ihn. Er drückt sich aber heute sehr gewählt aus. Anus. Hat er ein neues Wort gelernt, der Kleine? Ja, er hatte wahrscheinlich einen Biologieunterricht und da kam das drin vor. Ja, deswegen fühlt er sich jetzt cool. Ah, na, natürlich. So weißt du, und nicht anders wie muss damals. Es gewesen sein. Ja, damals. Wahrscheinlich sagt er nachher sagt er nachher nicht Hoden, sondern Skrotum. Und ich weiß jetzt, was ihr denkt. Er hat Hoden gesagt. Nein. Die Toris, ja. Ja, dass du sowas hast, das wusste ich. Ja, das wusste ich auch schon. Der lacht auch noch drüber. Hauptsache, er tippt und tippt und tippt und tippt und tippt. Aber es nimmt doch schon echt langsam Gestalt an, das gefällt mir ja echt. Ja. Kann ich auch ein bisschen Birkenholz haben? Nur das Problem, dass ich da jetzt gerade so sehe. Komm mal, da ist mein mit. Bild nicht den Bäumen dann. Ich sehe da halt jetzt so ein kleines Problem. Also du musst ja weit vorausschauend denken. Ne? Kann das nicht. Bedeutet, jetzt von Route zu Route geht hier immer bei dieser, sag mal, Absperrung immer ein bisschen höher. Bis dahin kein Problem. Aber dann kommt es dann irgendwann da hinten rum bei zum Beispiel dem Elektrizitätskraftwerk. Da ist es dann auf einmal fast wieder auf Wasserniveau. Aber bis dahin ist es die ganze Zeit immer wieder hochgegangen. Das heißt, wir sind dann irgendwann so 20 Meter über den Meeresspiegel. Aber die letzte Stadt ist, oder die Urania City, Urania, ne, wie hieß die jetzt noch? Urania, ne? Wäre dann anstatt auf Meeresspiegelhöhe, wäre dann auf 20 Meter über dem Meer. Genau.
Verstehe, verstehe, verstehe. Da fällt uns schon was ein. Allerdings müssen wir auch dazu sagen, die eine Stadt geht dann auf einmal bergab, weißt du, Richtung Fuxania City. Da sieht man Ja, das da nicht ist das offen. richtig. Da sieht man Und es aber auch nicht außerdem geht es auch wieder offensichtlich. durch Höhlen. Und genau, geht noch durch Höhlen, dadurch können wir auch das Land wieder gewinnen. Ja. Müssen wir uns halt die Höhlen angucken, wie die aufgebaut Wir sind. können uns ja ein paar Abstände dazuführen. Und ha, du hast verstanden, was ich gesprochen habe. Ja, Bitte das was? ist einmal im ganzen, was? Einmal im ganzen Leben habe ich ihn verstanden. Bisher war es wirklich so, ich musste mir die Aufnahme wirklich angucken, bevor ich überhaupt wusste, was er gesagt hat. Ja, so Ich ist finde es das ja auch noch halt beim witzig. Porsche-Man. Ich finde es nicht witzig, weil es einfach nur nervig ist. Weil keine Qualität vom Mikro. Echt, Torschmann, das geht so nicht. Das kannst du doch nicht machen. Genau, besorg dir mal ein ordentliches Mikrofon. Echt, ey. Geh mal Meins anschaffen. hat. Meins hat. Welches benutzt du, Mammut? Fragen wir mal so rum, welches wir benutzen. Ein Mach mal Sennheiser für. E825S. Siehste, Sennheiser, Top-Quali. Was benutzt du? Koritos, wollte ich jetzt sagen. Koritos, muss ich mal Ich habe auch nachschauen. noch als Option ein Samsung G-Track. Schieß mich tot. Das ist auch nicht schlecht. Da kannst du ja sogar, glaube ich, noch die Stimmlage und also am Höhen Mikrofon und selber Tiefen und Höhen und sowas. Tiefen, genau. Ich habe ein Panasonic Gamescom 87. Panasonic Gamescom? Ja. Welches hast Gamecom. Ja, Gamecom, wollte schon sagen, welches Gamescom? welches benutzt du, Alex? Ich habe mir einfach so ein billiges von Speedtink geholt, aber es geht einigermaßen noch. Ja, das ist auf jeden Fall dafür, dass Besser es ein als billiges von ist, besser Torchman. als das von Torchman. Naja, Also, es ich ist habe mir. momentan noch okay. Ich werde mir aber später noch einen Das besseren ist besorgen. momentan Ich habe vielleicht noch mir. mal mein Laptop. Was? Weil solange ist Irgendwas Er mit muss noch warten, Laptop. bis er das Weihnachtsgeschenk bekommt, dann hat er ein neues Mikrofon. Boah, Ich habe nur was von Hat er meinem es Laptop gesagt? verstanden. Ich will's hoffen. Hat irgendwas gesagt? Er hat es mir einmal gesagt, dass er zu Weihnachten ein neues Mikrofon Er hat es dir gesagt und du hast es bekommt. verstanden? Oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich war es da noch zu dem Zeitpunkt, wo er ein gutes Mikro hatte. Und Leute, 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 Problem Nummer Okay, zwei. ist mir scheißegal. Was für ein billiges Also Mikro hattest du jetzt? ich benutze ein T-Bone SC440 Studio Mic. Nierencharakteristik. Mehr ist da nicht Ach, zu ein wissen. Hamster, Hamster, Hamster. So, und welches Problem haben wir noch, Mammut? Wenn du Elena wissen willst, was ich Bastia. benutze, Torchman, dann hör, Das guck wäre. in der Aufnahme nach. Ja, da muss ich nachgucken. Guck in der Aufnahme, ich wiederhole es nicht Was nochmal. wäre da das Problem, Mammut? Haben die anderen fertig gesprochen? Nein. Ich bin bei dir, ich bin hinter dir, ne? Also, diese Fläche hier. Ja, Die ist im ist zu Spiel groß. wesentlich. Ich weiß, aber anders geht's da eigentlich nicht. Dann müssen wir uns überlegen, was wir jetzt hier auch noch so Kreatives hinsetzen. Dann lass uns doch hier einfach noch ein Haus hinsetzen. Nein, noch ein Haus, das geht nicht, das kannst du auch nicht machen. In der alten Version waren das, glaube ich, drei Häuser sogar. Guck, ich recherchiere mal. Mach das. Ich meine, man muss es ja nicht eins zu eins nachbauen. Oh. Wir machen es ja so gut es geht. Ja. Wir Schalte haben ja auch also Google man Maps erkennt möglich. die Städte irgendwie und die Wir haben Route ja auch muss ja nur also jetzt Begründung. nicht ganz genau eins zu eins nachgebaut sein. Wir können es ja auch eins zu eins wie im Anime nachbauen. Ja, Halleluja. Ja. Klar, dann kannst du aber alleine bauen. Siehst du diesen Finger in meiner Hand? Ist ein Stinkefinger. Wir programmieren ein Spiel, was nur von Drei, Vogelperspektive geht drei, und bauen das alles nach. Genau, wir machen. Weißt du was, Mammut? Wir machen hier Gras und Blümchen einfach hin. Okay. So ein Blümchen, bisschen. juhu. Ein bisschen Deko. Deko. Kuchen freut Deko. sich wahrscheinlich auch so über Pflanzen und Bäume. Genau, Pflanzen sind toll. Machst du dir einen Dekobaum, ne? Gehörst du auch zu den Baumfreunden, ne? Eigentlich Wahrscheinlich. kann ich die gegenliche Fraktion, ich hasse Voll. Pflanzen, deswegen zerstöre ich sie. Aha, es macht Sinn. Können wir da planen, die Das ist Route? ein alter Witz, den was ich noch kenne. Ich bin nicht Vegetarier aus Tierfreude, sondern aus Pflanzenhass. Der Plan Feuer kommt dort die Pflanzenhass. nächste hin. Wo er recht hat? Hat er recht. Der Plan kommt hier die nächste, der nächste Wall Es hin. gibt ja, es gibt auch Laut Leute, die Kartenplan. essen. Es gibt ja auch Leute, die essen nur heruntergefallenes Obst zum Beispiel, also Fallfrüchte.
Naja, die Frutane. Ja. Bin ich. Wie? Das sind halt die Veganer, die essen das. Gibt es auch so was Ähnliches für Tiere, weißt du, die einfach so umgefallen?